Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir spielen heute wieder Scum. Natürlich wie immer bei uns auf dem Server 7 Tage Gaming, der zurzeit wirklich sehr, sehr gut besucht ist. Wir haben ein Bot-System, ein Bot-Shop, über den man Fahrzeuge kaufen kann. Und jeder neue Spieler bekommt, wenn er es anfordert, im Discord ein Willkommenspaket. So, ich bin nach wie vor auf dem Weg. In ja, Z3 sind wir schon angekommen, Z3, Z2 Zone. Ich suche mir hier irgendwo ein schönes Plätzchen. Aber um meine Fahne, meine Flagge aufstellen zu können und umbauen zu können, brauche ich noch ein bisschen Lumpen. Und ich würde sagen, da fahren wir jetzt, obwohl ich wollte, na komm, steig nochmal aus. Ich würde gerne hier in das Geschäft reinschauen, ob es hier was zum Essen gibt. Komm, da schauen wir jetzt rein, das Fahrzeug lassen wir hier stehen. Wird schon keiner kommen jetzt. Schauen wir mal schnell rein. So, was liegt denn hier rum? Blödes Kakaopulver, das brauchen wir nicht. Wir haben ja unser Trinken ausgegeben. Da könnten wir mal langsam jetzt dann wieder was finden. Oh, das sieht gut aus. 30 von 30 nehmen wir mit. Icing Sugar. Also die Zwiebel, die essen wir. Und den Knoblauch würde ich sagen, den hauen wir uns auch noch rein. Ja, voll sind wir noch nicht. Komm, Knoblauch. Ich glaube, dann gehen die Puppets nicht so auf uns, wenn wir genauso stinken wie die. Und was ist hier mit diesem Wasser? Komm, da essen wir mal einmal. Das schmeckt irgendwie komisch, okay. Dann lassen wir es lieber. So, gibt es hier noch was? Kohle, nehmen wir mit. Messer brauchen wir nicht. So, schauen wir mal hier rein. Komm, das nehmen wir noch mit, aber dann reicht es jetzt wirklich. Da unten wäre eine Polizeistation. Komm, da fahren wir jetzt runter. Wenn wir Glück haben und hat hier noch keiner gelootet, dann kriegen wir... Was ist denn da hinten in dem Käfig? Da muss ich jetzt reinschauen. Ja. Nägel nehmen wir mit. Okay, das war eine Box. Decks. Was in den ganzen Boxen nur einmal Nägel? Und ein bisschen Bolzen. Okay. Hier liegt noch Metallschrott. Nee. Vielleicht doch im Müll. Nee, komm, wir fahren runter zur Polizei. Kann ich auch noch ein bisschen knacken. So, den Zucker, den tun wir jetzt gleich einmal da ins Fahrzeug rein. Den Metallschrott tun wir rein. Das hier auch. Zum Knacken haben wir alles dabei. Komm, da fahren wir runter. Vielleicht finden wir ja noch was Schönes in den abgesperrten Loot-Containern. Muss bloß aufpassen, dass hier nicht ein Sprenger rumläuft. So, hier sind Parkplätze. Da würde ich sagen, dann parken wir hier auch. Ah, das reicht. Steht doch perfekt. So, komm, mach die Tür zu. Gut. Dann nehmen wir aber jetzt die Pistole in die Hand. Gehen wir gleich mal in den Raum hier. Okay, hier liegt nichts rum. Nichts Böses. Kocher brauche ich nicht. Ja, dann würde ich sagen. Knacken. Einmal machen wir alle auf, ne? Oh, das läuft gut. Das läuft nicht so gut. Doch. Biere.
Und der letzte. Jawohl. Und somit ist er aufgebraucht. Jetzt habe ich nichts mehr. Ja, ein bisschen was habe ich noch. Die roten habe ich aufgebraucht. Also schauen wir mal rein. Was haben wir denn hier alles? Block 21 nehmen wir mit. Munition nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Nochmal eine. Block 21 Magazin. Nochmal eine Block. Nochmal eine. Wahnsinn. Gut. So, wir sind eigentlich hier. Oh, Kaffee. Komm, ich kriege einen Kaffee. Ist das nicht schön? Jawohl. So. Nimm mal deine Waffe wieder in die Hand. Ich höre doch schon wieder jemanden. Da liegt was. Die ersten Lumpen. Was ist denn das? Jeans. So, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit und nehmen wir mit. Medikamente. Vitamintabletten wären nicht schlecht. So, dann. Die lasse ich zu für die anderen Mitspieler. Ich nehme immer nur das, was ich brauche. Ich brauche kein großes Lager. Und ein bisschen was verkaufen natürlich. So, die anderen Spieler sollen auch was haben. Ich möchte eigentlich nur Klamotten. Da ist was. Komm. Ich möchte dich in Lumpen zerlegen. Sag mal, 1, 2, 3, 4. Da müssen wir noch zwei draus bekommen. Zwei oder drei. Ja, müsste eigentlich schon reichen. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas rumliegt. Da liegt noch was. Jawohl. Polizeistation perfekt für die Lumpen. So. Gut. Ich könnte jetzt natürlich Lumpenpakete machen. Ich glaube, das mache ich auch. Handwerk. Wo ist es denn? Wo ist es denn, das Lumpenpaket? Das müsste doch hier irgendwo sein. Ist es hier ein Lumpenbündel? Warum kann ich das nicht herstellen? Da fehlt ein Seil dazu. Okay, Seil habe ich nicht. Aber den Rest, den haben wir im Fahrzeug. Das hat Igel-Taschenlampe, lassen wir drin. Handschuhe. Ich glaube. Lumpen. Habe ich noch Platz? Oh, wird eng. Komm, dann ziehen wir das jetzt nochmal an. Dann können wir den noch mitnehmen. Ab zum Auto. Auftrag erledigt. Halt, Waffe in die Hand. Sonst kriegen wir noch eine böse Überraschung. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Brunnen? Da vorne läuft doch einer. Der ist aber langsam umgefallen. So, nächste. So, was ist jetzt? Was ist denn jetzt los? Jetzt gibt bei mir die Tab-Taste nicht. Jetzt geht's hier. Nicht einsteigen. Nein, Escape. So. Schließen. Ah, jetzt haben wir erst einmal die Waffen hier rein. Dass wir wieder ein bisschen Platz kriegen. Das Metall, das kommt rein.
Und dann schaue ich gleich mal, ob ich noch was zum Trinken habe in meinem Fahrzeug. So, das noch rein. Die Socken, die behalte ich noch. So, da unten habe ich nichts drin. Das Magazin kann noch weg. Schauen wir mal, ob ich noch irgendwo eine Flasche habe. Das könnte man nämlich brauchen jetzt zum Lumpen machen. Da habe ich noch eine Flasche. Da schau an. Passt. So, jetzt gehen wir ins Handwerk und jetzt machen wir Lumpenbündel 2. Brauche ich da volle? Nee, abbrechen. Nee, nee. Ich will doch da nicht, ich will nicht schieben, mein Freund. Komm, mach die Tür zu. Und jetzt schauen wir dann nochmal rein. Dann nehmen wir halt mal ein volles. Und dann noch eins. So viele haben wir gar nicht mehr, ne? 9, komm, das tun wir noch mit rein. Jetzt schauen wir mal. Handwerk. Immer noch nicht, okay. Da müssen wir umswitchen. Wo habe ich denn die blauen Sachen? Da, 10 von 10. Die können wieder rein. Dann machen wir es halt so. Machen wir zwei Lumpenbündel. Ja, das ist halt das. So, wo ist es? Da rein ins Fahrzeug. Und dann bräuchte ich nochmal einen Zehner. Ich habe aber irgendwo habe ich den drin. Ich nehme jetzt mal die zweite Kiste raus. Komm mal raus. Schauen wir mal da rein. Genau, die ist leer. Okay, dann nehmen wir hier die dritte Kiste. Da haben wir noch einen. Ah ja, komm, und den Anzug, den Tarnanzug, den tun wir jetzt da rein. Den brauchen wir nicht. Und die Socken auch, die kommen jetzt auch da rein. Ja, das ist alles noch so zum Verkaufen. Handwerk. Machen wir nochmal ein Bündel. In dem Bündel sind ja 5 drin. Wir haben 2 Bündel gemacht. Also ist schon mal gesichert, dass wir da jetzt 10 Stück haben und es sollte eigentlich reichen. Den Rest tun wir auch noch rein. Jo. So. Wir wollen hier aber nicht mehr looten. Wir wollen jetzt eigentlich, eigentlich müsste ich jetzt zum Händler fahren. Und da mache ich mich jetzt auf dem Weg. Muss ich bloß schauen. Ich müsste eigentlich wieder rauf, so wie wir runter sind. Okay. Und dann hoffe ich, dass wir langsam, aber sicher mal an die Stelle kommen, wo ich mir vorstellen kann zu bauen. So, da sind wir ja raufgefahren. Von links sind wir gekommen, dann fahren wir nach rechts. Jetzt kommt es drauf an, muss ich da runter? Wenn ich runterfahre. Nee, dann glaube ich, bin ich so richtig. Müsste jetzt eigentlich bald eine Sandstraße kommen. Hier ist sie. Und die führt zum Händler. Das ist auch das Einzige, was mich vielleicht an dem Spiel stört. Das ist immer der Weg zum Händler. Also, ja. Wenn der einfacher wäre, wäre es vielleicht schöner, aber wer weiß. Vielleicht bekommen wir ja irgendwann einmal ja, so eine Art Gyrokopter und können den Händler dann direkt anfliegen, dann ist es kein Problem mehr.
Aber wenn man so wie ich jetzt hier auf den Straßen bleibt, es ist doch ein bisschen umständlich. So, ich hoffe jetzt. Jetzt wartet mal, ich hoffe, ich bin noch. Ah, ich bin noch richtig. Nicht, dass ich quatsche und dann fahre ich am. Ah, da. Da sieht man es ja schon. Wir sind ja schon da. Gut. So, vielleicht bauen wir gleich neben dem Händler. Okay, stellen wir hier mein Fahrzeug ab. Da ist schön im Schatten. Da wird es nicht so heiß. Im Auto. General Goods. Okay. So. Tür zu. Ich würde sagen, das war's für heute. Reicht. Wir haben unsere 15 Minuten wieder zusammen, haben wieder ein bisschen was erlebt. Ich werde jetzt den ganzen Inhalt von meinem Fahrzeug so weit, wie es möglich ist, verkaufen. Und dann würde ich sagen, werden wir uns in der nächsten Folge mal ein bisschen umschauen und uns unseren Bauplatz suchen. Danke fürs Zuschauen. Servus.